Erneut sprengten Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten. Gegen 4 Uhr gab es im SB-Bereich der VVR-Bank in Salmtal am neuen Bahnhof einen lauten Knall. Unbekannte versuchten, den dortigen Geldautomaten aufzusprengen. Bargeld konnten sie nicht erbeuten. Womöglich sind sie bei der Tatausübung gestört worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen sie mit einem hochmotorisierten Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Im Gebäude selbst entstand durch die Wucht der Detonation erheblicher Schaden. Die Fensterscheiben wölbten sich durch die Explosion nach außen. Da lange Zeit unklar war, ob sich noch Restsprengstoffe in dem gesprengten Automaten befanden, wurde das Gebäude weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es ist bereits die 4. Geldautomatensprengung in der Region Trier in diesem Jahr.